Wir sind zurück in Bonn, in der Bula, in der Willkommens-, in der Verhandlerzone, im World Conference Center hier in Bonn, das interessanterweise übrigens für die Dauer von dieser Weltklimakonferenz übergeben wurde an die Vereinten Nationen, ist sozusagen internationales Territorium jetzt und eigentlich kein Deutschland mehr. Und wir schauen mal rüber in den Plenary New York, in den Plenarsaal mit dem Namen New York. Der sieht relativ leer, glaube ich, noch aus. Sie müssten es jetzt sehen, ich sehe es auch, ist noch relativ leer. Dort wird gleich die Eröffnungsfeier stattfinden von dieser 23. Weltklimakonferenz. Und wie Sie das von uns gewohnt sind, haben wir selbstverständlich keine Kosten oder Mühen gescheut und machen weiter mit den Einschätzungen, die, glaube ich, mehr als nötig sind, mit jemandem, der bei den letzten Weltklimakonferenzen immer dabei war. Herzlich willkommen, Sven Hameling. Ja, guten Morgen. Herr Hameling, Sie sind Diplomgeograf. Sie sind, ich schaue das mal nochmal hier ab, Climate Change Advocacy Coordinator bei CARE International. CARE International kennt man, ist eine Hilfsorganisation. Erklären Sie uns mal, was Sie da eigentlich machen. Ja, also CARE International, wir arbeiten in über 90 Ländern, insbesondere Entwicklungsländern, und haben dort natürlich bereits viel mit den Katastrophen infolge des Klimawandels zu kämpfen. Die Projekte, die wir dort machen, es wird zum Teil immer schwieriger, wirklich Armutsbekämpfung erfolgreich zu betreiben und den Menschen zu helfen. Und meine Rolle ist dann eben in internationalen Foren, zum Teil aber auch in der deutschen Politik, zu gucken, wo können wir die politischen Rahmenbedingungen beeinflussen, sodass Klimaschutz viel stärker umgesetzt wird und gerade auch die Menschen, die besonders betroffen sind, stärker unterstützt werden. Ja, das wollte ich gerade fragen. Das Interessante ist also, dass es da aus Ihre Sicht, aus der Sicht von CARE International, einen großen Zusammenhang offenbar gibt zwischen Klima, Klimawandel, Klimaschutz und der Armut. Auf jeden Fall. Und wir sehen in den letzten Jahren, dass eben die Folgen des Klimawandels immer stärker zuschlagen. Viele Menschen zum Beispiel in Teilen Afrikas jetzt jedes Jahr immer wieder von Dürren betroffen werden zum Beispiel. Und es wird immer schwieriger, den Menschen wirklich zu helfen und gemeinsam mit ihnen Lösungen zu finden. Und natürlich muss man ganz viel vor Ort machen. Aber wir sehen auch, wenn sich politisch nichts ändert, wenn nicht die Regierungen entsprechende Beschlüsse fassen, in jedem Land international, dann ist das Problem viel zu groß, als dass wir es in den Griff bekommen können. Würden Sie sagen, es gibt eine direkte Korrelation zwischen Klimawandel und mehr Armut in der Welt? Ich denke schon, dass man das sagen kann. Das sehen wir an allen Ecken und Enden der Welt. Natürlich ist viel so, dass Klimawandel zum Beispiel existierende Probleme verschärft. Also es ist nicht immer das einzige Problem. Wenn Menschen in Armut leben, wenn Menschen in Regionen leben, wo es schwierig ist, zum Beispiel Landwirtschaft zu betreiben und dann der Klimawandel noch obendrauf kommt mit Dürren, mit Extremwetterereignissen, dann macht es einfach viel schwieriger, überhaupt wirklich dann die Armut effektiv zu bekämpfen. Dann gehen wir doch mal in medias res. Was machen Sie ganz konkret hier in diesen 12 Tagen in Bonn? Also natürlich versuche ich mit meinem Team auch, wir haben eine internationale Delegation mit Kollegen aus über 15 Ländern, die Verhandlungen wirklich auch zu beeinflussen. Das heißt, gerade auf dem Weg hierhin zum Beispiel habe ich jemanden getroffen von den kleinen Inselstaaten, den ich von den Verhandlungen rund um das Thema Klimaschäden kenne, ein bisschen gefragt, okay, wie habt ihr jetzt vor, die Eröffnung zu betreiben, welche Positionen setzen die kleinen Inselstaaten, und dann treffen wir uns immer wieder mit den Verhandlern, schreiben Vorschläge auf, wir machen natürlich auch Medienarbeit, wo man auch über die Medien die Verhandlungen beeinflussen kann. Den Druck auch erhöhen. Genau. Wir treffen uns natürlich auch mit der deutschen Regierung oder europäischen Regierung zum Beispiel, also den europäischen Verhandlern. Und so versuchen wir wirklich zum einen durch unsere Arbeit, die wir auch konkret vor Ort machen, zu zeigen, was man gegen den Klimawandel machen kann, aber auch wirklich ganz konkrete Vorschläge in die Politik reinzubringen. Großartig, denn wenn Sie das schon mal gesehen haben, ich bin ein großer Freund von konkret, dann machen wir das mal konkret. Was muss konkret passieren, dass dieses 2-Grad-Ziel von Paris irgendwie noch eingehalten werden kann? Aus unserer Sicht ist erstmal wichtig zu verstehen, dass Paris mehr beschlossen hat als das 2-Grad-Ziel. Es wurde nämlich dort vereinbart, deutlich unter 2 Grad zu bleiben und nach Möglichkeit bei 1,5 Grad. Und diese Verschärfung, auf die hat man sich geeinigt, weil man eben sieht, die Klimafolgen sind tendenziell extremer und schwieriger, als wir bisher gedacht haben. Was muss passieren? Wir müssen im Grunde sehr schnell den Weg weg von den fossilen Energien schaffen, weil dort die meisten CO2-Emissionen herkommen, hin zu erneuerbaren Energien. In den nächsten Jahrzehnten müssen wir in der Welt wirklich auf nahezu null Emissionen runter, und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sehen, dass es eigentlich sehr viele Lösungen gibt, die man heute noch viel stärker einsetzen kann. Also es geht nicht darum, irgendwelche Luftschlösser, die man erst in Zukunft technologisch entwickeln muss. Es gibt viele erneuerbare Energienlösungen, die auch wirklich der Armutsbekämpfung helfen. Welche? Zum Beispiel lokale Solar- oder Windsysteme, aber natürlich auch die große Stromversorgung, die wir auch in Ländern wie Deutschland eigentlich viel schneller umbauen müssen. Und das ist auch möglich. Und gleichzeitig auch bei einer 1,5 Grad Welt, sage ich mal, wenn wir es schaffen, unter dieser Grenze zu bleiben, werden wir mit vielen
Konsequenzen des Klimawandels immer noch konfrontiert werden. Das heißt, wir müssen auch wirklich Katastrophenvorsorge zum Beispiel noch viel stärker betreiben. Korrigieren Sie mich, in der Vorbereitung auf diesen heutigen Tag habe ich gelesen, dass es eher wahrscheinlich ist, dass man bei 3 oder mehr Grad Erwärmung über die nächsten 20, 30 Jahre landen wird. Ich glaube, schon jetzt sind wir bei 1,3, 1,4 Grad Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das heißt doch, dass wir eigentlich sehenden Auges in mehr Katastrophen laufen. Hat das hier jeder verstanden? Also die Erkenntnis ist im Grunde da. Und man muss sich das so vorstellen, die Länder, die haben Klimaschutzpläne auf den Tisch gelegt, was sie in den nächsten Jahren machen wollen. Und wenn man das alles zusammen analysiert, sind wir in der Tat eher auf einem 3-Grad-Pfad. Und das ist eine komplett andere Welt. Wir können uns die ganzen Konsequenzen, die damit zusammenhängen, gar nicht wirklich vorstellen. Die Menschheit hat keine Erfahrung dafür. Und das auf einem Planeten, wo fast 8 Milliarden Menschen leben und eben auch noch viele Menschen sehr arm sind. Und gleichzeitig müssen wir eben viel schneller Klimaschutz betreiben. Aber diese Lücke, die ist offiziell, die ist schon mehrfach bestätigt worden. Und es gibt tatsächlich auch Länder, die gesagt haben, wir verstehen das, wir machen jetzt mehr. Länder wie Schweden, Neuseeland haben zum Beispiel ihre Klimaschutzziele erhöht. Auch Frankreich. In Deutschland sehen wir das im Moment nicht. Da kommt es natürlich darauf an, was die neue oder die Verhandlungen zur Koalition erbringen. Und ganz deutlich, Deutschland muss mehr tun. Okay, dann bleiben wir kurz dabei. Die Sondierungsgespräche in Berlin sind unterwegs. Meine Damen und Herren, wir warten selbstverständlich weiter auf die Eröffnung der Klimakonferenz. Wundern Sie sich also nicht, Sie verpassen hier bei Phoenix selbstverständlich nichts. Gucken wir nach Berlin, auf die Sondierungsgespräche ganz aktuell. Jeder weiß, Klimawandel ist da. Jeder weiß, es muss was getan werden. Jeder weiß, Deutschland wird das eigengesteckte Ziel von 40% weniger Klimaausstoß seit 1990 sehr wahrscheinlich reißen. Trotzdem scheint es zumindest von Unionsseite her große Widerstände zu geben, da wirklich auch zum Beispiel mit dem Ziel der Grünen mitzugehen, zu sagen, wir schalten sofort die, ich glaube, 10, korrigieren Sie mich, oder 20 dreckigsten Kohlekraftwerke ab. Warum? Also das Problem, das wir da haben, ist, dass es ein Lippenbekenntnis von allen gibt, das Paris-Abkommen umzusetzen, aber wirklich die Konsequenzen zu ziehen in Bezug darauf, wie schnell wir Klimaschutz machen müssen, wir mit den Emissionen runter müssen. Da fehlt es jenseits, ich sag mal, der Grünen an konkreten Vorschlägen. Kohleausstieg ist ein Thema, was eben von vielen NGOs auch als klar wichtig benannt wird, weil aus dem Kohlestrom die meisten Emissionen derzeit kommen. Man muss auch sagen, dass diese Erkenntnis, dass wir möglicherweise das 40%-Ziel reißen, die ist ja nicht über Nacht vom Himmel gekommen. Eigentlich sagen das die Analysen die ganzen letzten Jahre und es ist nicht genug getan worden. Das heißt, ich denke, dass diese Klimakonferenz und auch Proteste etc. Nochmal sehr deutlich jetzt machen müssen. Deutschland kann nicht einfach jetzt sagen, wir kümmern uns nicht mehr um dieses Ziel, es war nice to have, sondern die Welt guckt auch auf Deutschland. Und wir sehen sehr viele Chancen verbunden damit, wenn wir jetzt wirklich in den nächsten 3 Jahren auch ein Sofortprogramm für Klimaschutz auflegen. Wir gucken noch mal einmal, meine Damen und Herren, rein in den Saal. Er füllt sich langsam aber stetig zumindest. Und werden selbstverständlich gleich dort sein, sobald dort die Eröffnung beginnt. Aber wir kennen das von großen Konferenzen, das verzögert sich gerne mal ein bisschen, bis alle dann die Hände geschüttelt haben und dann angekommen sind dort, wo sie wirklich hin sollen. Sie haben eben davon gesprochen, Herr Hameling von Care International, dass es ein Sofortprogramm geben müsste. Davon habe ich in der Öffentlichkeit bisher noch nichts groß gehört, dass die Sondierungsgespräche darum gehen würden. Können Sie ganz konkret sagen, was als Sofortprogramm in den Sondierungsgesprächen beispielsweise benannt werden könnte? Also es gab vor wenigen Tagen ein von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen mitgetragenes Sofortprogramm. Das wurde auch veröffentlicht, wurde auch an die Politiker verschickt. Care hat das auch mitgezeichnet. Da stehen so Dinge drin wie eben relativ schnelle Abschaltung der dreckigsten Kohlekraftwerke, langfristiger Kohleausstieg, Ausbau der erneuerbaren Energien. Was für uns als Care natürlich zusätzlich ganz zentral ist, ist, dass die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern auch klarer Teil so eines Programms ist und fortgeführt werden muss und ausgebaut werden muss. Zum einen, weil viele Entwicklungsländer jetzt auch sagen, ja, wir haben verstanden, wir sehen, wie uns die Klimafolgen bereits betreffen. Wir mussten da mehr tun und wir brauchen Unterstützung. Und gerade aus der Hauptzielgruppe, mit der wir zusammenarbeiten, eben den ärmsten Menschen vor Ort, ist das ein ganz wichtiges weiteres Anliegen jenseits vom Klimaschutz in Deutschland. Okay, der Pressesprecher des UN-Klimasekretariats hat uns gesagt, in Paris vor 2 Jahren beim Weltklimagipfel ist sozusagen das Spiel benannt worden. Das Spiel heißt 2-Grad-Ziel maximal. Aber die Spielregeln sind noch nicht klar. Jetzt hat man das Problem, ich übersetze das mal, dass der Spielmacher, in den USA würde man sagen, der Quarterback sozusagen, irgendwie nicht mehr teilnehmen will an diesem Spiel. Die USA bzw. ihr Präsident Donald Trump haben irgendwie gesagt, nee, ich steige da gerne aus. Das wäre erst 2020 der Fall, zum Zeitpunkt, wenn er wiedergewählt werden müsste. Man weiß also noch nicht, was kommt. Aber was bedeutet das aus Ihrer Sicht, wenn der mitwichtigste Player in diesem Spiel, korrigieren Sie mich, wenn das nicht so ist, keine Lust mehr hat, beim Spiel mitzumachen?
Ich meine, natürlich ist die US-Regierung und die USA insgesamt ganz wichtig in dieser Debatte, weil es einfach das ist das Land mit den zweithöchsten Emissionen hinter China und pro Kopf noch viel höher, also ein wichtiger Beitrag zu den Klimaproblemen. Um in dieser Analogie des Spiels zu bleiben, könnte man sagen, die US-Regierung hat sich selbst quasi ausgewechselt, auf die Ersatzbank gesetzt und dafür sind jetzt viele andere Akteure, Bundesstaaten, Zivilgesellschaft, Unternehmen quasi mit aufs Feld gekommen, die sagen, so nicht, wir sind immer noch dabei, we are still in, wir wollen das Paris-Abkommen umsetzen. Aber korrigieren Sie mich, ich meine, wenn ein Bundesstaat wie Kalifornien oder auch New York dort jetzt mitmacht, ist das doch was anderes, als wenn am Ende die 51 Bundesstaaten der USA insgesamt unter der Präsidentschaft der USA mitmachen. Das ist natürlich erstmal was anderes. Wobei man sagen muss, dass auch unter den Plänen von Obama auch nicht jeder Bundesstaat automatisch mitgezogen hat und es dort auch unterschiedliche Positionen gibt. Aber wir sehen schon eine große Gegenmobilisierung und auch weltweit. Also als Trump das damals angekündigt hat, haben viele Staaten sich zusammengetan und gesagt, wir stehen hinter dem Paris-Abkommen. Und dieses Signal erwarte ich auch hier von Bonn ganz eindeutig. Und das deutlich macht, den Weg, den die US-Regierung jetzt gerade anvisiert, den gehen alle anderen nicht mit, sondern wir haben verstanden und wir nehmen jetzt Klimaschutz ernst. Wir bleiben beim Thema konkret. Ganz konkret, haben Sie sich schon verabredet mit verschiedenen amerikanischen Verhandlern auch? Sie werden ja bei auch Verhandlungen dabei sein. Oder ist das so, dass Sie sagen, nein, da gibt es aus meiner Sicht ganz andere, die viel wichtiger sind? Ich sage mal sowohl als auch. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin in unserer Delegation, die sich sehr stark mit dem Thema Landwirtschaft in den Verhandlungen beschäftigt, die auch aus den USA kommt und die natürlich weiterhin den Draht zu der Regierung sucht. Und es ist so, dass die amerikanische Delegation, die hier ist, durchaus auch Leute hat, die Erfahrung haben in dem Thema. Also man wird da genau hingucken müssen. Aber natürlich treffen wir uns auch, und das ist ganz wichtig, mit vielen Entwicklungsländern, deren Positionen wir auch zu stärken versuchen, wo wir Einfluss nehmen, wie gesagt, mit der EU. EU ist nach wie vor ganz wichtig und Deutschland natürlich auch. Also wir haben im Grunde eine Situation, wo wir viele verschiedene Leader brauchen und die auch stärken müssen. Wir sehen die Bilder weiterhin aus dem Saal des Plenary New York, des Plenarsaals mit dem Namen New York. Und sehen, dass tatsächlich noch einige Stühle frei sind. Gibt mir wunderbar die Möglichkeit, weiter mit Ihnen zu sprechen, Herr Hameling. Ich habe noch so die eine oder andere Frage. Okay, USA haben wir abgearbeitet. Vielen Dank. Aber der andere Player ist sicherlich China. Korrigieren Sie mich. Sie haben es eben schon gesagt, mit den höchsten Emissionen überhaupt. China wurde ja jahrelang, wenn ich das richtig gesehen habe, so als der Prügelknabe, als der schlechte Mitspieler sozusagen gesehen. Jetzt hört man, habe ich gelesen, dass sehr, sehr viel Geld dort investiert werden soll. Mehrere hundert Milliarden Euro. Wenn man das umlegt, wollen die offenbar auch in regenerative Energien investieren. Ist China sowas wie der gute Bube, der jetzt irgendwie die Position der USA übernimmt? Also der Einschätzung der Länder muss man natürlich auch sehen, dass man nicht zu sehr in Schwarz-Weiß denkt. Und China als Prügelknabe war auch nie fair. Zum Beispiel die Emissionen pro Kopf in China sind immer noch deutlich geringer als die der USA, vergleichbar auf europäischem Niveau mittlerweile. Aber natürlich hat das Wachstum in China tatsächlich dazu beigetragen, dass der Klimawandel fortschreitet. Und tatsächlich passiert dort eine ganze Menge. Und auch Maßnahmen, es wurden zum Beispiel auch nach Paris aktiv Pläne für Kohlekraftwerke stillgelegt, weil man eben gesehen hat, erstens Luftverschmutzung, zweitens Klimawandel. Im Bereich erneuerbaren Energien passiert in der Tat ganz viel. Und wo man eher das Gefühl hat, wenn Europa sich nicht langsam mal wirklich zusammennimmt, dass wir uns selber abhängen, sage ich mal, Europa und auch Deutschland. Denn in diesen Technologien spielt die Musik in einer klimafreundlichen Zukunft. Und auch viele andere Entwicklungsländer bauen darauf immer mehr ihre Energieversorgung auf. Aber natürlich ist es nach wie vor, wir haben den Kampf noch nicht gewonnen, sondern es bleibt noch ganz viel zu tun. Komme ich vielleicht gleich nochmal zurück, Herr Hameling. Wir schauen nochmal in den Saal rein und gibt uns vielleicht die Möglichkeit, Herr Hameling, einmal über den Saal und das zu sprechen, was bei so einer Eröffnung passiert. Sie waren ja eben bei den letzten, seit 2007, Klimakonferenzen immer dabei. Ist das sozusagen die feierliche Eröffnung, aber merkt man da schon direkt am Anfang, was der Spirit sozusagen von so einer Konferenz ist? Bonn gilt ja, glaube ich, als so eine Art Übergangskonferenz zwischen Paris, wo man also versucht, die bleiben wir im Bild, Spielregeln irgendwie festzulegen. Ist das das, was man jetzt schon merkt in den ersten Stunden oder am ersten Tag, wo Bonn hinlaufen könnte? Oder ist das zu viel gesagt? Nee, ich glaube, man kann schon so ein Gefühl kriegen. Also man hat sozusagen den ersten Teil, der jetzt so ein bisschen feierlicher ist, wo dann der Premierminister von Fidschi beispielsweise auch redet und wo es eher so darum geht, die Konferenz in den größeren Zusammenhang einzuordnen, deutlich zu machen, dass viel Positives passiert, aber dass diese Konferenz und alles, was die Regierung und Unternehmen darüber hinaus machen, natürlich, dass viel mehr passieren muss. Wir werden im Laufe des Tages aber sicherlich auch sehen, wie weit einzelne Ländergruppen sagen,
okay, das, was bisher als Ziel der Konferenz formuliert wurde, reicht uns oder reicht uns eben auch nicht. Und natürlich ist es am Anfang einer Konferenz wichtig, auch nicht einfach zu sagen, wir wissen schon, was am Ende rauskommt, sondern wir kämpfen auch um bestimmte Dinge. Wir wollen ein ambitioniertes Ergebnis hier. Das wird natürlich nicht so aussehen wie das Paris-Abkommen, weil das ist ein Meilenstein, den kann und sollte man nicht jedes Jahr neu verhandeln natürlich. Aber ich glaube, wir werden so jetzt in den ersten Stunden schon ein bisschen ein Gefühl kriegen. Ich denke, was wichtig ist, es ist eine historische Konferenz in dem Sinne, dass zum ersten Mal ein kleiner Inselstaat wirklich einer UN-Klimakonferenz vorsitzt. Und das ist natürlich ein hoher Symbolwert und sehr wichtig auch. Gleichzeitig ist auch das erste Mal, dass so eine große Konferenz jetzt in Bonn stattfindet. Und ich finde es natürlich toll, dass Deutschland hier auch Gastgeber mit ist. Wir sehen gerade Frau Henriks, die Bundesumweltministerin, und dahinter Herr Müller, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Rechts dahinter der Oberbürgermeister der Stadt Bonn. Alle zusammen waren gestern schon ganz fleißig. Und hier im Weißen, hier im Vordergrund, das ist Patricia Espinosa, die Chefin des UN-Klimasekretariats. Sozusagen also ein Teil der hohen Herrschaften zumindest jetzt schon da. Wir sehen aber, dass doch noch einige Stühle auch frei sind. Ich will das aufgreifen, was Sie eben gesagt haben, Herr Hameling, nämlich Fidschi. Also wir wissen ja, dass die Klimaemissionen, die Treibhausgase hauptsächlich aus den Industrieländern kommen, aber vor allem die Entwicklungsländer darunter zu leiden haben. Ist das jetzt sozusagen nur ein schöner Tupfer auf so einer Konferenz, dass eben Fidschi als ein kleines Land als Ausrichter gilt, aber es findet eben in Bonn statt und insofern muss man schon ehrlich sagen, naja, da wird nicht viel passieren, oder ist das tatsächlich ein Fingerzeig ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Chance auch zu sagen, nein, wir nutzen diese Präsidentschaft Fidschis, um eben auch stärker den Fokus auf Entwicklungsländer, auf die kleineren Länder zu setzen. Ich glaube schon, dass es eine große Chance ist und auch schon in der Vorbereitung zu der Konferenz eine große Chance war, weil Fidschi einfach viel Aufmerksamkeit bekommen hat in verschiedensten Treffen, die es in den letzten Monaten gab. Auf UN-Ebene, natürlich mit Deutschland auch, dass viele NGOs auch gesagt haben, wir gucken uns besonders an und machen Arbeit zu Informationen darüber, wie der Klimawandel sich in diesen Ländern auswirkt. Und natürlich ist es auch ein Signal, es sind sehr viele Länder, die besonders betroffen sind. Wir haben ja allein in der Gruppe der ärmsten Staaten und Inselstaaten, das sind fast 100 Länder, wirklich kleinere Staaten. Und die haben wirklich die Chance, glaube ich, durch die Präsidentschaft von Fidschi nochmal eine stärkere Stimme zu bekommen. Und das ist absolut notwendig, denn diese enorme Gerechtigkeitslücke, die wir sehen, dass eben die Länder besonders betroffen sind, die fast gar nichts beigetragen haben zum Klimawandel, die besteht fort und muss auf jeden Fall ein weiterer, sehr lauter Weckruf sein. Ja, wir sehen die Bilder und wir sehen, dass alle sich so ein bisschen bereit machen für die Eröffnung der 23. Weltklimakonferenz hier in Bonn. Falls Sie sich gefragt haben übrigens, warum da überall COP steht, Conference of the Parties, also auf Englisch Vertragsstaatenkonferenz, so heißt das eigentlich ganz öffentlich, aber jeder sagt Weltklimakonferenz, Klimagipfel, all das werden Sie in den nächsten Tagen hören. COP23, das ist die Kurzform für diesen Klimagipfel in Bonn. Und die Eröffnung wird gleich losgehen. Es kann also sein, Herr Hameling, dass wir vielleicht doch noch eine Frage machen, aber ich Sie dann unterbrechen muss. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal. Sie haben uns sehr viele Einblicke gegeben als einer der Experten schlechthin auf diesem Gebiet. Sie waren einfach viele Jahre auch dabei. Vielleicht so eine abschließende Einschätzung aus Ihrer Sicht. Wird das hier was Besonderes oder wird das Besondere sein, dass man Regeln festlegt? Ist das das Mindeste, was Sie sich erwarten? Also ich glaube, das Besondere an dieser Konferenz wird sein, dass man eben noch sehr viel stärker zeigen wird, wir stehen zusammen, wir setzen das Paris-Abkommen um. Wir setzen uns gerade auch um, weil eben viele Länder besonders betroffen sind vom Klimawandel. Das sind dann viele Dinge, die man gar nicht unbedingt in den formellen Ergebnissen der Konferenz, also man wird sie auch sehen, aber nicht alleine darin. Aber man muss natürlich auch einfach fair sein und sagen, diese Konferenz kann nicht den gleichen, ich sag mal, Knall bringen im positiven Sinne wie eine Konferenz von Paris. So ist der Prozess einfach nicht angelegt. Aber wenn alle Länder aus dieser Konferenz rausgehen und sagen, wir nehmen nochmal viel Schwung mit, dann wird das schon ein wichtiger Aufbruch sein. Alles klar, vielen Dank. Sven Hameling von CARE International, danke, dass Sie bei uns waren. Meine Damen und Herren, damit würde ich sagen, gehen wir rein zur Eröffnung der Weltklimakonferenz. Es ist Zeit, Sie sind live dabei hier bei uns bei Phoenix und wir bleiben auch die nächsten 12 Tage für Sie immer wieder am Ball, werden immer wieder berichten, rein in die Eröffnung der COP23, des Weltklimagipfels Nummer 23 in Bonn.
nach der ersten Weltklimakonferenz nach Paris COP21 die Vertragsparteien in Marokko zu empfangen. Ich möchte auch der Bundesregierung in Deutschland danken und der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen sowie der Stadt Bonn, insbesondere natürlich auch den Menschen, die hier in dieser Region leben. Ihnen allen möchte ich danken für Ihre außergewöhnliche Unterstützung für diese Konferenz in dieser historischen und so schönen Gegend. Wir danken Ihnen für Ihre unermüdliche Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel. Ich danke aber auch meinem Team im Generalsekretariat für die Vorbereitung dieser Weltklimakonferenz. Nicht zuletzt danke ich auch unserem neuen COP-Präsidenten für COP23, dem Ministerpräsident der Republik Fidschi, Herrn Baini Marama, und seinem Team dafür, dass sie diese Aufgabe übernommen haben. Ich muss auch Fidschi und der Bundesrepublik Deutschland ganz herzlich danken für den Geist der Zusammenarbeit, mit der sie es tatsächlich auch hier erreicht haben, dass diese Konferenz stattfinden kann. Das ist ein gutes Beispiel, wie Nationen zusammenarbeiten können, um große Dinge zu erreichen. Sehr verehrte Damen und Herren, vor 25 Jahren haben die Regierungen sich zusammengetan in Rio de Janeiro auf dem großen Weltgipfel, und sie waren von einer Idee getragen, nämlich dass die Welt ihre Art und Weise ändern muss, wie sie mit dem Klima und der Umwelt umgehen. Aus unserer Klimarahmenkonvention geht eben aus dem Meeting vor 25 Jahren hervor und endete dann letztendlich vor 2 Jahren in den Vertragsvereinbarungen von COP21 in Paris. 195 Länder haben diese Verpflichtungen unterschrieben, sodass wir jetzt aus der Ära der reinen Hoffnung in die Ära der Umsetzung der Maßnahmen übergehen. Gemeinsam mit der Agenda für die nachhaltige Entwicklung 2030 haben wir einen klaren Weg vorgezeichnet für die Zukunft, auf dem wir die Folgen des Klimawandels und der nachhaltigen Entwicklung tatsächlich auch angehen wollen. Das ist ein bisher noch unvollständiger Weg. Dies ist ja die 23. Weltklimakonferenz, aber nie zuvor sind wir zusammengekommen, sind wir